Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial unserer PubMed-Videoreihe. Wir zeigen euch hier verschiedene Suchansätze für eine Literaturrecherche und wie man PubMed dafür nutzen kann. In diesem Teil zeigen wir euch ein paar Basisfunktionen mit der Freitextsuche. Vorab solltet ihr euch den VPN-Client der Universität auf euer Endgerät installieren, um alle Volltextlizenzen der Uni Göttingen nutzen zu können. Eine Anleitung dazu findet ihr auf unserer Homepage unter dem Reiter Digitale Bibliothek. Dann öffnet ihr PubMed am besten immer über die Startseite der SUB. Dazu klickt man im Suchfeld auf Suche nach Datenbanken, kurz DBIS. Ihr findet PubMed wahlweise unter dem Fachgebiet Medizin oder über die Schnellsuche. Dann klickt auf den Link Verlags-URL. Wir möchten nun Literatur zum Thema Diabetes mellitus Typ 1 suchen und uns hierzu zunächst einen Überblick verschaffen. Wir geben Diabetes mellitus Typ 1 in das Suchfenster ein. Da die Datenbanksprache in PubMed Englisch ist, als erstes immer englische Suchwörter verwenden. In der Anzeigeoption können wir die Trefferliste nach den aktuellsten Titeln sortieren und Most Recent auswählen. Mit dieser Suchanfrage bekommt man eine sehr hohe Trefferanzahl. PubMed bietet die Möglichkeit, die Suche mit verschiedenen Filtern einzugrenzen. Man könnte zum Beispiel als erstes die Trefferanzahl mit dem Filter Review einschränken. Einfach gesagt dienen Reviews dazu, die vorhandene Literatur, die es zu unserem Thema bereits gibt, zusammenzufassen, aufzuarbeiten und einen Überblick zum Thema zu geben. Die Trefferliste ist immer noch immens groß. Eine weitere Möglichkeit könnte nun sein, auf deutschsprachige Reviews einzuschränken. Dies kann man über die Spracheinstellung bei Additional Filters auswählen. Jetzt haben wir schon eine relativ überschaubare Trefferanzahl bekommen. Dass es sich um Literatur handelt, deren Originalsprache nicht Englisch ist, sieht man an den eckigen Klammern um den Titel. Um die Trefferanzahl ein weiteres Mal zu minimieren, klicken wir jetzt noch auf den Filter 5 Years. Damit bekommen wir eine Liste mit deutschsprachigen Reviews, die innerhalb der letzten 5 Jahre publiziert wurden. Das könnte ein erster Schritt sein, um sich dem gestellten Forschungsthema zu nähern. Allerdings reicht dies allein nicht aus. Man sollte zum Beispiel auf jeden Fall auch die englischen Artikel einbeziehen und auch andere Arten von Literaturquellen auswerten. Kommen wir deshalb noch einmal zurück auf unsere Ausgangssuchwörter Diabetes mellitus Typ 1. Wir möchten jetzt unsere Suche etwas präzisieren und nutzen dafür die sogenannten Boolschen Operatoren AND und OR. Wir suchen Literatur zum Thema Therapie von Diabetes mellitus Typ 1. Sinnvoll ist es, vor einer neuen Suche die schon gesetzten Filter zu löschen, damit nicht ungewollt Treffer ausgeschlossen werden. Hier muss man beachten, wie man die Suchbegriffe in die Suchleiste eingibt. Wir geben Diabetes mellitus Typ 1 in Anführungszeichen, dann den Boolschen Operator AND und dann Therapy or Medication in Klammern in die Suchleiste ein. Die Anführungszeichen sorgen dafür, dass unser erster Begriff als zusammenhängender Fachbegriff gesucht wird. Die Klammer um unsere beiden anderen Suchwörter sorgt dafür, dass die Begriffe nicht wahllos in allen Datenbankfeldern abgesucht werden, sondern in der sinnvollen Verknüpfung mit dem ersten Suchbegriff. Mit unserer neuen Suche werden bei den Ergebnissen die Veröffentlichungen berücksichtigt, die zusätzlich zu dem von uns gesuchten Thema das Wort Therapy oder Medication beinhalten. Um auch hier die Treffermenge sinnvoll zu begrenzen, könnten wir jetzt wieder verschiedene Filter anwenden, die PubMed bietet. Zum Beispiel könnten wir, da wir ein Thema haben, das sich mit Therapie und Medikation beschäftigt, nun die Suche auf klinische Studien begrenzen. Eine klinische Studie hat das Ziel, Medikamente, bestimmte Behandlungsformen, medizinische Interventionen oder Medizinprodukte auf ihre Leistung, Wirksamkeit,
Sicherheit und klinischen Nutzen zu überprüfen. Sie werden durchgeführt, um wissenschaftliche Fragestellungen zu beantworten und die medizinische Behandlung zu verbessern. Wir können unsere Suchanfrage auch mit mehr Begriffen und Kombinationen erneut starten. Nicht vergessen, immer die Filter zu löschen, wenn ihr eine neue Suchanfrage startet. Für weitere Tipps und Möglichkeiten der Literatursuche schaut euch auch unsere anderen PubMed-Videos an und klickt euch einmal durch unsere Selbstlerndokumente auf der SUB-Homepage. Anregungen dazu, wie man sich eine sinnvolle Recherchestrategie zusammenstellt und diese anwenden kann, findet ihr in unseren Videos Recherchestrategien entwickeln und Datenbankrecherche mit Strategie. Solltet ihr Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wendet euch gerne an uns.